Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. So, wir sagen unserem Dickerchen natürlich Hallo und es gibt einen Fisch. Fisch? Fisch. So, und sie wurde meine Freundin. Schön. Pinky, unsere Freundin. Und Scraps kriegt jetzt natürlich ehemalige Bauer. Hallo, guten Morgen. Ich glaube, dass wir uns noch nicht kennen. Das ist richtig. Ich bin Dana. Ich besitze einen kleinen Bauernhof etwas weiter die Straße herunter. Aber egal. Ich führe eine Umfrage unter den Geschäftsinhabern der Stadt durch, um herauszufinden, ob sie Erzlieferungen benötigen. Ich denke darüber nach, den Betrieb in der Nähe von der alten Ingalmine aufzunehmen. Ja, also wäre schon nicht schlecht. Alles klar, danke für deine Zeit. Ich werde dich benachrichtigen. Kann ich dich kennenlernen? Was hast du jetzt wieder vor? Okay, ich kann dich nicht kennenlernen. War nur ein Versuch. Entschuldigung, dass ich dich angesprochen habe. So, wuhu. Und du kriegst natürlich dein Hundefutter, wenn ich es finde. So. Nachpflanzen muss ich... Ah, dem kann ich auch Hallo sagen. Dem Ack. Eins liefen ja so viele KIs rum. Ja. Old Parts. So, danke für das Geschenk. So, ich brauche die Schleifscheibe. Schleifsäge, genau. Einen können wir machen. Wir brauchen mehr Eisenbarren. Ich brauche wahrscheinlich zwei Schleifsägen, oder? Jawohl. Richtig vermutet. Eisenbarren, das könnt ihr aber auch nicht. Du machst Carbonstahl, du machst gerade nichts. Dann mach du mal ein paar Eisenbarren. Ach, tanken wäre vielleicht kein Fehler. Tanken wäre definitiv kein Fehler. So. Du sägst noch. Was brauchten wir noch? Carbonstahl 10 Stück und einfache Schaltkreise 4. Die habe ich natürlich erst eben weggeräumt. Oder gestern. War ja logisch. So, einfache Schaltkreise. Die können wir schon mal montieren. Und dann können wir das hier wieder wegräumen. So. Das Eisen, das brauchen wir eher hier. Die Carbonstahlbarren brauche ich da. Und von dem wollte ich aber noch verkaufen. Stimmt. Holz, da packen wir das gerade nochmal rein. Stoff haben wir das. Holz haben wir das noch. Dass wir das Inventar noch wieder ein bisschen leer kriegen. Glas. Aluminiumplatten. Die brauche ich. Die muss ich dabei haben. Schleifscheibe, da haben wir eine. Da brauchen wir noch die zweite. So. Das gehört zu den Pflanzen. Das gehört zu den Pflanzen. Das gehört dort dazu. Der Apfel auch. Frühling, Herbst. Das müssten wir auch noch anpflanzen. Unbedingt. So. Stoffmaterialien können wir gerade die Sachen noch reintun, dass wir das Inventar hier was leerer kriegen. Ne? Nicht ganz unwichtig. Quark. Der natürlich.
Kürbis. Die Seife können wir mal verschenken. Das kann da noch mit rein. So, sind wir erstmal wieder ein bisschen auf der Höhe der Zeit. Auftrag. Oh, hallo Antoine. Du kriegst noch einen Bus. Sehr gut. So, wir haben Level Up. Sehr schön. Und 10.000 Punkte gekriegt. 10.000 Golds. Ah, da können wir auch noch Hallo sagen. Hallo Nora. Die Leute wollen Führung von der Kirche, wenn es um Technologien der verdorbenen Welt geht. Es waren immerhin diese Technologien, die zur Zerstörung der Menschheit geführt haben. Wir müssen äußerst vorsichtig mit dem sein, was wir ausgraben. Stimmt. Nicht so dein Fall, okay. Schatzi war hier doch gerade. Renn nicht davon, meine Süße. Ich habe dir noch gar kein Küsschen gegeben heute. Schatz. So. Hey, Liebling, weißt du, dass ich viele Scherze mache, aber ich hab dich, liebe dich wirklich. Du bist wie meine Muse. Ich muss dich nur anschauen und will schon Seite um Seite schreiben. So, gibt natürlich das Küsschen. Für einen guten Start in einen guten Tag, ne? Auch wenn es manchmal des Abends gibt. Aber immerhin. Immerhin. So, jetzt können wir gerade mal gucken, wegen Aufträgen. Am Freitag ist Fischen, naja. So. Einen dunklen Kaffeetisch für die Nora, 645, oder einen isolierten Pflanzkasten. Machen wir was für die Kirche, dass wir da auch gut Wetter machen. Einen dunklen Kaffeetisch. Hallo Phyllis. So, der Frühling ist eine wunderbare Jahreszeit. Überall sind hübsche Blumen. Du kriegst auch ein Stück Seife. Hm, ja, kam nicht so gut an. Klar, Seife verschenkt man normal auch nicht. Dann hat derjenige eher das Gefühl, dass er... Achso, mit dir habe ich schon geredet. Hat derjenige eher das Gefühl, dass er stinkt oder so, ne? Kann ich jetzt eine Fleischscheibe machen? Fehlen uns immer noch Eisenbarren. So. Jetzt müssten wir aber genug haben. Einer fehlte, glaube ich, noch. Sie. So. Dann können wir die auch mal platzieren. Und dann fehlt uns noch Carbonstahl, ne? Sehr schön, wir haben eine Säge. Wir haben noch eine Säge. Ich muss dich gerade mal umsetzen. Dann passt die hier nämlich da dazwischen. Da, da. Ja, ist gut eingebaut. Oh. Nee, hoppla. So war das nicht geplant. So. Stahlplatten braucht man, glaube ich. Stahlplatten waren das, ne? Für... die Plattform da.
den Aufzug, genau. Ballonplattform, eine. Die ist sogar gar nicht mal so. Die haben wir, glaube ich, relativ schnell. Weidekorb und den Ballon, ja. Ja, das könnten wir bei Zeiten gemacht haben. Stahlrahmen brauchen wir in der Auslage. Gut, Aufzug wollte ich aber bauen. Eisenholzdielen brauchen wir. Eisenholzdielen waren das. Oh. Knapp vorbei ist auch daneben. Abbrechen. Eisenholzdielen. Schleim fehlt uns. Ach du dickes Ei. Brauchen wir wieder Schleim. Ach ja, ach ja. Oh. Hi Mint. So, einmal unterhalten. Die ganze Zeit in Vega 5 zu sein, ist ziemlich bedrückend. Was hast du gesagt? Alle geben damit an, dass die Stadt das Zentrum der Wissenschaft in den freien Städten ist. Ach was, wir graben Müll aus und versuchen herauszufinden, wofür er mal gut war. Den kannte ich noch nicht, den Text. Magst du einen Motor? Hm, nicht wirklich. Versuch war es wert. Hallo, Alu. So, wenn du einen neuen Ruineneingang findest, lass es uns wissen. Ja. Du kriegst ein Ei. Magst du nicht so besonders gut. Kam bei der Emily deutlich besser an. Die mag die Eier. Bisschen Holz können wir auch gleich noch mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Und Stumpf natürlich auch. Aber eigentlich sind wir ja wegen der Krabben hier. Die Blume nehme ich auch noch mit. Kriegen wir sonst noch irgendwo Schleim her, außer hier halt bei den Krabben und... Das kann ich kriegen bei den gefährlichen Ruinen da irgendwo was. Kann natürlich sein. Hab ich gerade gar nicht mehr so im Kopf. Müssten wir mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir da mehr, als wir das bisschen, was wir hier kriegen. Also richtig viel kriegen wir von den Krabben ja auch nicht, ne? Und die Käfer sind noch fragwürdiger, was das angeht. Krabben geben zumindest immer Schleim. Die Käfer halt auch nur ab und an. So. Haben wir die auch erledigt? Brauchen wir aber noch sehr viel mehr Schleim als das bisschen jetzt. Muss ich vielleicht doch nochmal in die gefährlichen Ruinen gehen. Hm. Hm, sag ich da nur. Hallo Kiva. So. Wusstest du, dass es schlank hält, größtenteils Fisch zu essen? Und deswegen schenke ich dir jetzt ein Steak. Ja, immerhin nicht negativ. Das ist ja schon mal der große Vorteil. Wir geben, glaube ich, keinen Schleim oder selten. Die Käfer hier halt. Aber auch nicht immer.
Es sind halt auch nicht so viele Käfer, ne? Das ist das Problem. So. Ich könnte noch ein paar Äpfel mitnehmen. Wäre auch kein Fehler, dass wir nochmal wieder Apfelsaft machen können. Und den Kaffeetisch müssen wir ja noch machen. Hoppala. Den Kaffeetisch. Hi Schatz. Liebling, ich bin so froh, jeden Tag dein Gesicht zu sehen. Die ist süß. Die ist einfach süß. Dem Oaks können wir gerade auch mal... Du rennst viel herum, du solltest bla bla bla. Steak weiß ich, das magst du. Wenn ich es finde, da. Wow, danke, dass du an mich gedacht hast. Aber gerne doch. So, jetzt müssten wir zumindest mal wieder ein paar Hartholzdinger machen können. So, fertigen. Hartholz, Eisenholzdielen. 11 können wir machen. Die machen wir auch. Tadam, tadam. Muss ich dich tanken? Ja. Fehler wäre es nicht. Holzkohle brauchen wir wieder. Und Erz. Und Erz. Ja. So. Salz habe ich immer noch keines. Der läuft noch 2 Tage. Der ist auch noch kräftig dran. Gut. Damit hätten wir das, ne? Was brauchte ich jetzt alles? Schon wieder vergessen? Ich mache dir, glaube ich, hier den Aufzug. So, Aufzugsteuerung. 20 Hartholzdielen. Das heißt, wir brauchen noch 20 Eisenholzdielen. Das heißt, wir brauchen noch mehr. Hartholzdielen haben wir. Das packen wir gerade mal da rein. Den Carbonstahl, den brauchen wir noch. 5 haben wir. 5 habe ich. So. Zumindest die können wir schon mal platzieren. Eine Aufzugsteuerung, die kann ich auch schon mal platzieren. Die habe ich nämlich auch. Dann haben wir die auch aus dem Inventar raus. So. Carbonstahlbarren, 20 Stück. Haben wir die? Ne, da haben wir nur 12. Und 5 Eisenholzdielen. Das ist wenig. Wollte ich gedrückt haben. Holzsäule, 2 Stück. Die müssen wir auch noch machen, ne? Nochmal 20 Hartholzdielen. Wo haben wir denn die anderen 20?
Da. So. Dann machen wir den Salat wieder da rein. Wenn ich ihn wieder finde. Wo ist er denn hin? Hä? Hä? Da. Und wir haben neue, sehe ich gerade. Neue, new. Achso, wir können leveln, stimmt. Geschäftssinn wird besser. Fairer Kampf, Stimmungskanone. Charmeur. Kenner. Oder Verteidigungshaltung, Angriffshaltung, Erholungsrate, Zähigkeit. Machen wir mal Charmeur. So, ach, den Handelsauftrag haben wir ja auch noch. Dunkler Kaffeetisch. Was brauchen wir denn dafür? Das können wir gerade auch noch gucken. Dunkler Kaffeetisch. Hammer. So, dann können wir den Morgen der Nora geben. Ja, und ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.